So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Varo. Ich gehe schnell drauf. Was war das jetzt? Join Server? Jetzt geht's. Es geht. Lit Joining. Und es ist gerade Nacht. Das sieht ganz gut aus. Oh ja, ich habe mal schnell was zu tun. Nämlich Spinnenklahatschen. Weil ich das dringend brauche. Ja, keine Zombies ausnahmsweise. Nein, nur Spinnen. Und da beeile ich mich mal und gucken, ob ich welche finde. Ich muss kurz wieder die Sounds ein bisschen lauter stellen, denke ich. Ja. So, Spinnen. Weil ich brauche von denen was. Was Tolles. Ein paar Spinnenaugen. Spinne, komm schon. Keine Spinne hier in der Gegend, nur so ein Zombie, der hinten rumgeiert. Ich laufe ein bisschen gegen. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel Zeit. Da! War doch ein Spinnenauge. Kommt schon. Spinnen, please. Ich meine, normalerweise gibt es genug Leute, die irgendwie rumspinnen, aber warum gibt es jetzt hier keine Spinnen? Da! Muss das denn sein? Ja, Skelette müssen sein, aber. Ernsthaft? Keine Spinnen? Keine Spinnen! Wollt ihr verarschen hier? Anscheinend ja. Warum gibt's hier keine Spinnen? Komm schon. Die eine oder andere Spinne ist ja wohl drin. Warum? Nein! Spinnen? Es gibt keine Spinnen. Ich habe nur ein Spinnenauge. Ich wollte aber mehr. Mehr. Auch mindestens noch ein weiteres, damit ich überhaupt erstmal was anfangen kann. Das ist ein bisschen beschissen. Ach Gott. Ja, ich muss da mal sowieso wo lang und was anderes mir holen. Nämlich. Ups, muss noch mal ganz kurz ein bisschen Action machen und zum Spawnrennen was holen. Oh ja. Ganz fix was holen. Zombie, du bist mir sowas von egal. Ich will eine Spinne haben. Die ich aber nicht kriegen werde. Weil es keine gespawnt ist, jetzt ist zu hell das neue Spawn. Ja. Das ist doof. Allerdings habe ich noch Platz im Inventar gehabt. Ja, ich hatte noch Platz im Inventar gehabt. Knochen kommt raus. Gut. Einmal kurz hier rausspringen. Dann da hochspringen. Und dann geradeaus springen. Richtung zum Spawn und etwas holen. Etwas Wichtiges holen, etwas holen, was ich kurz gebrauchen könnte. So eine kleine Handvoll von irgendwas. Von irgendwas Speziellem. Fragen Sie sich jetzt, was wird er holen? Was wird er holen? Was wird er holen? Was wird er holen? Komisches K&M. Gucken, dass hier nicht 3000 Fallen sind. Hier ist irgendwie Lava. Naja, da vorne geht es jedenfalls zum Spawn. Nein, ich wollte noch was essen. Suppe, Pilz, Essen. Danke. Jetzt einmal kurz wieder hier rein. Richtig, da wollte ich was holen. Hier ist ein Bett. Ja, genau, damit sich jemand reinlegt. Dann boom, explodiert. Ja, Betten explodieren in der Hölle, wenn man sich reinlegt. Noch nicht gewusst. Sollte man eigentlich schon wissen. Nee. Ja, ich hole mir echt nur kurz was. Ganz kurz was. Nur kurz was holen. Und so. So ganz kurz. Ich wollte wirklich nur ganz kurz was holen, aber das Problem ist, dass. Ups. Muss man erstmal finden und habe ich schon wieder vergessen. Ich habe wieder vergessen, die Leistung aufzustellen. Na? Weiß ich jedes Mal fasten, auch bei den normalen Aufnahmen. Denke ich mir, Moment mal, muss wieder umstellen, aber das kann ich jetzt nicht machen. Na! Haha. Haha. Komm schon her.
Danke. Ein Reiter. Ist das so schwer? Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so lange dafür brauchen will. Da oben fliegt was. In der Kugel ein fliegende brennende. In der Kugel. In der Luft eine fliegende brennende Kugel. Eigentlich wollte ich hier mal einen Tacken runtergehen, aber. Nee. Ich wollte mir nur ganz fix was holen. Verdammte. Kacke. Ja, dann. Nämlich Soul Sand. Dann kann ich, während ich was anderes mache, nebenbei noch die Dinger von mir wachsen lassen. Denn, im Schnitt braucht eine Stufe von einer Netherwarze ungefähr. Ziehen wir runter? Ungefähr. 3,5 Minuten. Und wenn ich dann. Gehst denn hier runter, bitte? Bin ich denn nochmal hier runter? Wenn ich es halt eine 15-Minuten-Folge wachsen lasse, dann, ja. Wenn ich es eine 15-Minuten-Folge wachsen lasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich, Dings, also Vermehrung bekomme von den Netherwurzeln. Kann ich auch draußen irgendwo wachsen lassen, muss ich in der Hölle sein, ist völlig wurscht. Und deswegen habe ich gedacht, hole ich mal ganz kurz Soul Sand mit, ganz kurz. Habe ich eigentlich auch ganz kurz gedacht, aber anscheinend ist ganz kurz doch nicht so ganz kurz gewesen dann am Ende. Kann ich mich hier runter und dann da runter. Und dann irgendwo nach vorne. Und dann da unten können wir uns Soul Sand besorgen. Ich weiß, ich habe nur eine Spitzhacke, also egal. So viel Zeug immer und ich weiß nie, was ich wegfeuern kann. So, und das schickt schon wieder. Mehr brauche ich gar nicht. Ohne Witz, mehr brauche ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug hin soll, was ich hier machen soll. Das ist doch blöd. Ich glaube, ich kann wahrscheinlich eh nicht nie so viele Pfeile verfeuern. Ich müsste vielleicht mal den zweiten Stack Pfeile entfernen oder so. Wäre vielleicht sinnvoll. So, dann kann ich hier hinten wieder rausgehen. Jump da raus und hier oben auch wieder raus. Upsala, kascha. Da hoch und gleich wieder zurück. Jetzt habe ich hier 8 Minuten. Naja, ich wollte nur kurz rein. Oder ganz kurz rein. So richtig kurz. Irgendwie war das nix. Naja, vielleicht kann ich Netherrack bald raus tun wieder. Ich draußen bin, kann ich, glaube ich. Autsch. Ich kann Netherrack raustun. Ich habe auch schon Netherrack bei sich im Dings drin. Boah. Wisst ihr, ich hätte echt die Leistung hochstellen sollen. Es ruckelt ein bisschen nebenbei. Nein! Weil ich auf Energiesparmodus laufe. Das ist immer so beim Rendern als Einstellung. Sonst wird das Ding wird so heiß. Auf 90 Grad rendern tut nicht gut. So. Sehr schöne Falle hier. Würde ich nicht anklicken. Und wieder raus. Die Hoffnung, es geht jetzt besser. Aber es ist ja sonst niemand da. Spark. Power Plus 1 Bogen. Nö. Habe ich irgendwelche Strings nebenbei oder sonst irgendwas zum Raustun? Nö. Lava mal tue ich erstmal raus. Hätte ich jetzt wahrscheinlich eh nicht gebrauchen können. Ich brauche ein bisschen mehr Platz und so. Komm, nehme ich mit, tue ich über die Pfeile raus. Schwert, Sharpness 3, ja, ich weiß. Da müssen wir was machen. Und dann geht's auch schon weiter. Ich glaube, das war echt nichts mehr. Nee, weiter. Ja, leider kein Spinnenauge bekommen. Leider. Wollte ein bisschen weiter hier in die Richtung. Und ich glaube, ich hatte noch einen Ofen am Brennen. Der noch nicht fertig sein müsste. Und zum Glück kenne ich noch die Richtung ganz grob. Wie gesagt, nächsten Folge müssen wir da auch schon wieder weg. Weil dann kann man nämlich sehen, wo ich da hingehe und das wäre blöd.
Nächste Folge müssen wir wieder da weg. Komm schon, mal die ganzen Pilzsuppen neu machen. Besser als ein Steak verbraten. Deshalb sprinte ich und laufe ja schon die ganze Zeit. So, vielleicht können wir jetzt endlich anfangen, ein bisschen was zu brauen. Ja, eigentlich, es kommt drauf an. Nächsten Folge Nether Watson anpflanzen, nochmal nach Spinnen gucken. Ich hoffe wirklich dann, dass da wieder Nacht ist. Jo. Problematisch. Das ist einfach problematisch. Und hier ist auch noch Zuckerrohr. Gönn ich mir. Gönn ich mir eiskalt. Wird mitgenommen, eingesackt. Nummer 9, genau. Weil das brauchen wir unter anderem auch noch. Ja, ja. Brauchen noch Zuckerrohr. Stellt's euch vor. Für was nur? Zum Zuckerrohr-Trank brauen. Oh ja. So. Vorne haben wir gleich unser dreckiges Erdloch gefunden. Dam, 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 dam. War das auch schon fertig hier? Das Schwert ist immer noch da. Ja, das, ups. Komm schon, dann, dann, ah, ziehen, nichts mit ziehen. Eins, eins, zwei, drei. Dann kann ich hier die Flaschen rausziehen. Und das Glas kann ich dann eigentlich auch wegfeuern. So, ja, Zeit ist eigentlich schon fast wieder um. Wir könnten anfangen, ein kleines bisschen zu brauen, aber da habe ich schon wieder zu viel Platz im Winter. Vielleicht sollte ich endlich echt mal die Zeit jetzt nehmen, mich zu organisieren von Zeug, was man braucht und Zeug, was man nicht braucht. Das kann raus. Da nehme ich die Cobblestones. Schwer, die hätte ich auch irgendwie mal zuschneiden können, aber nee. Das hier brauche ich alles zum Brauen. Arcane Cream, Glowstone, Spider-Eye Blaze, Pilze brauche ich. Amboss brauche ich nebenbei die ganze Zeit. Glasflaschen. So. Brausteine, den kann ich irgendwo platzieren. Der würde mir nicht viel, allerdings, das brauche ich gleich auch nochmal. Demnächst Dias brauchen wir. Das. Gold brauchen wir, Holz brauchen wir. Über den Beinen Apfel, Dings, Pfeile, Zaubertisch, Nethermore. Ja, das ist so. Ah, man braucht irgendwie alles. Das ist furchtbar. Also wirklich, ich habe ausnahmsweise nur mal nützliches Zeug hier drin. Dass man Sticks leicht temporär wegfahren kann, weil man es erstmal nicht braucht. Die Eimer, mit denen müsste man irgendwas machen. Kommt dann noch vieles, muss man irgendwie platzieren. Schade, dass man halt, dass das ja nicht gesichert ist. Man kann Zaubertisch klauen, Anvil und Braustand genauso. Das ist ein bisschen beschissen. Na, ich fülle jetzt erstmal 3 Flaschen mit Wasser. Warte, wenn es gut läuft, wird ja schon wieder Nacht und es können wieder Mobs spawnen. Das wäre genial. 1, 2, 3. Gut, dann können wir schon den ersten Trank dann durchpfeifen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Und die werde ich nutzen, um rumzuspringen und eine Spinne zu suchen. Um die dann zu killen, logischerweise. Ich hoffe mal, das reicht hier alles schon aus. Theoretisch, das Ding da oben kann ich wieder verlassen, habe ich ja nichts mehr drin liegen. Habe ich halt noch Zeug in die Ecke geschmissen. Ein Schwert, was ich nicht brauche. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt schon wieder am Umziehen. Kann mich einfach irgendwo auch ausloggen dann. Na komm schon, Spinnen, bitte. Bitte Spinnen. Kommt mal her. Zeigt euch. Hätten sie schon Zombies? 2 Minuten oder so hätte ich noch. Spinnen. Spinnen. Das ist so schwer. Es wollen keine Spinnen spawnen. Dabei braucht er in sich 2. Ich sehe 2 endlich. Endlich. Schon den. Den. Neue Pilzsuppe. Spinnen. Kommt mal kurz her. Ihr spinnt doch. Das kommt schon. Muss immer so einen Takt zurückgehen, weil die jumpen ein jedes Mal. Du kannst von Spinnen den Angriffen kaum ausweichen. Okay, das ist schon mal gut. Schon mal gut, schon mal gut. Ein Spinnauge habe ich noch. Ich brauche aber noch 2 eventuell. 2 Spinnauge noch. Komm schon, 2 Spinnauge. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Spinnenauge, Spinnenauge.
Weil laut Plan, ja, das brauchen wir. Und noch ein Auge. Spinne. String habe ich jetzt keinen aufgesammelt. Das dauert so ewig, weißt du, sonst sind alles voller Mobs und jetzt ist gerade Nacht. Ich laufe durch die Pampa, ich sehe gerade kein einziges Mob, wenn ich um mich gucke. Kein einziges Vieh sehe ich gerade. Nichts, es ist Nacht und ich suche welche. Ich sehe gar nichts, weil nichts da ist. Kein Mob sehe ich. Ohne Witz. Da hinten ist noch eine Spinne. Für die sprinte ich sogar mal. Ich sprinte für eine Spinne. Die hat einen Faden gedroppt, aber den brauche ich eigentlich auch. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Was feuer ich dafür raus? Was feuer ich dafür raus? Ist die Qual der Wahl. Ich kann nichts rausfeuern. Ich kann einfach nichts rausfeuern. Soll ich mich von dir trennen, Apfel? Oder vom Gold? Ich trenne mich von dir, Apfel. Komm, kann ich später nochmal aufsammeln, weil brauche ich eventuell hier Strings herbogen und so. So, wir sehen uns im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen. Muss jetzt leider einen kleinen Cut machen. Und tschüss. Disconnect. Bis dann.